Und damit aber auch da, da mal jawohl, weitere Rennen fahren, Mittel. Ja. Probieren wir das doch einfach einmal. Radarkasten mitnehmen. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt mit den Schnittpunkten aussieht von dem Spiel. Ich denke, wir werden einfach einmal halt irgendwo zwischen den Rennen wird es dann einfach einen Schnittpunkt geben. Halt, wo sich das dann halt gerade am besten schneiden lässt. Stinkfrech falsch auf der Autobahn einspuren. Und jetzt werden wir schon wieder verfolgt. Und wir sind bereits wieder entkommen. 15 Sekunden jetzt dauert. Leicht verdiente Speedpoints natürlich. Aber jetzt haben wir irgendwie die Abfahrt von der Autobahn verpasst. Aber ich würde sagen, am Abend ist es nicht groß schwierig. So eine enge Kurve kann dann das Ding doch nicht machen. Wir fahren einfach da von der Autobahn runter. Dann sollten wir wieder die richtige Strecke kriegen. Oh, ja, zu viel sollte ich dann auch nicht oben. Oh. Unten auf den Radar schauen, weil sonst passiert genau das, was jetzt passiert ist. Ich glaube, wo ist die Straße? Ich bin dann einfach mal in die Wand reingekesselt. Die Windung kann man also durchfahren. Und dann können wir da zu dem Rennen, wo als Mittel definiert wird. Zu wenig schnell auf der Bremse sind. Gehen wir zum nächsten Rennen. Speedwall 2.00. Ich muss 2.18 fahren. Aber ich denke halt, vor allem die Leute auf der Speedwall, die haben halt das Ganze schon mit stärker getunten Fahrzeug gemacht. Was ich interessant finde, ist, dass wirklich, dass da jedes Rennen scheinbar ein eigenes Intro kriegt. Ich frage mich einfach, ob es denn eventuell halt weniger Rennen gibt. Da sieht man schon mal sehr, sehr wenig. Dunkelheit. Heftige Kurve da. Wir haben schon mal auf den dritten Platz vorgekämpft. Ui, und dann werden wir da aber von einem Flüger überholt. Heftiges Duell da jetzt gerade um Platz 3. Schön aus dem Weg geräumt für den Moment, aber wir müssen noch weiter nach vorne. Momentan sieht es nicht so danach aus, als würden wir hier gewinnen können. Jetzt zwar Zweiter, allerdings auch schon auf der letzten Runde.
der erste einen ziemlichen Vorsprung da vorne. Aber ich glaube, wir müssen die Autorennen gar nicht gewinnen. Und wenn wir dann ehrlich in den Speedwall steigen, und das tun wir ja auch mit dem zweiten Platz. Und jetzt komme ich langsam näher. Hirsch mir an. Es wird tatsächlich vorbei. Kurz vor dem Ziel. 2:10:85. Ja, fünfter Platz, gar nicht einmal so schlecht. Sidewinder. Ja, jetzt habe ich hier einen auf meiner Speedwall besiegt. Das Zeug mal anwenden, was es da so gibt. Kommst du noch klar mit mir? Ja, mit weiteren Trophäen gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, weil wir, ja, jetzt schwer, mittel. Ah, das wird, glaube ich, nach, nein, es wird nicht nach Distanz vom Event. Ja, machen wir nochmal das Rennen, wo mittel ist. Ja, und rasseln da zuerst gerade mal wieder in die Wand. Die Autobahn rauf. Interstate 92. Fahren zum nächsten Event. Ich weiß auch nicht, je nachdem, dann ich vielleicht dann hier auch den Weg zu den Events. Ja, super, jetzt werden wir schon wieder gesucht. Wir sind schon wieder in der Fluchtphase und sind selbst dann auch schon wieder davon. Nein, da vorne. Doch, hat geklappt, 11 Sekunden, ja. Und ich habe noch einen Polizist gekommen. Haben wir Glück gehabt. Na, also auch da, die Verfolgung. Punkte. Ja, die anderen sind sicher schon halt mit besseren Wegen durchbrettert. Ich gehe mir nicht so gerne Rennen bei Nacht. Wenn wir jetzt das vorher gewonnen haben. Ich sage, das ist mehr Zufall, als die, dass wir es gewonnen haben. Ich kann mich im Dunkeln irgendwie relativ schlecht orientieren in so einem Rennspiel. Ich weiß auch nicht warum, weil das ist eigentlich nicht anders als tagsüber. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute die einfach auf Speedwall haben. Also 15 sind sicher. Ja. Dann räumen wir da einfach mal einen auf der Autobahn aus dem Weg. Noch 1 Kilometer bis zum Event und wir haben schon 53.000. Speed Points, das heißt, wir können schon bald den ersten auf der Liste herausfordern. Doch wäre eigentlich doch nicht da oben, sondern doch mit dem Bogen raus rumzufahren gewesen. Aber jetzt sind wir da. Und da steht dann auch wieder ein Porsche. Starten wir doch gerade mal das Event da. Und nach dem Event, voraussichtlich, also wenn wir unter die ersten zwei kommen, das sind aber unglaubliche Zeitunterschiede da, 2 Minuten und, das ist eine Verfolgungsjagd, alles klar, dann ist es natürlich logisch, dass es so unterschiedliche Zeiten gibt. UFOs? Alles klar, oder eben auch nicht. Wir müssen flüchten. Wir haben den Verdächtigen, Zugriff. Oh, oh. Ja. Erstschlag. Die Verfolgung geht auswärts. Ja, aber hey, ja. Licht streifen und schon. Ja, aber da in 40 Sekunden entkommen. Ja.
Ja, genau, und jetzt werden wir da blockiert, obwohl wir eigentlich schon fast davor gewesen sind. Ich glaube, wir wären jetzt eigentlich schon weggekommen, wenn wir da nicht kollidiert wären. Ich hasse wirklich nicht Dunkelheit zu fahren. Zwei riesigen, wenn wir den kommen. Ja, aber das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl absolut ein Witz. Jetzt habe ich sie gerade auf die Stanz gerade, statt auf der Straßensperre vorne dran. Und schon geht das Spielchen wieder von vorne los. Ah, dann habe ich auf die Tafel losziehen, dann denke ich, ich könnte dort rauf, aber das hat nicht geklappt. Ja, und ich denke, das mit den 2,30, das wird nicht. Das klappt nicht. Weil. Ja, jetzt ist sogar noch die Fahndungsstufe gestiegen. Ja, und dann. Nein, also. Ich glaube, ich starte das Event nochmal neu, weil. Ja, und da drinnen hat es schon wieder die nächste Straßensperre. Da kommt auch schon wieder. Ja, come on, nein! Das ist eben das, wovor man mich gewarnt hat. Es haben die Leute gesagt, mach kein Let's Play zu dem Game. Du wirst dich nur aufregen. Ab der Flucht-Szene. Und ja, ich weiß jetzt, was sie gemeint haben. Ja, aber da kommt man ja gar nicht durch. Ja, da kommt man wirklich nicht durch, also. Ja. Nee, wir jetzt aber abgeschossen, nicht er uns. Ja, und dann. Und schon sind wir verwünscht worden. Ja, es gibt ja eigentlich auch noch Trophäen, immerhin. Freuen wir uns zumindest ab dem. Kann jetzt das Event einfach nochmal neu starten? Häng nächstes Mal die Kopf ab und bleibe aus der Sicht, um zu entkommen. Ah ja, tatsächlich letztes Event wiederholen. Ja, ich möchte es nochmal probieren. Nehmen wir halt das mal eine andere Route. Ja, 46 Sekunden, das ist dann schon. Extrem gut, muss ich da sagen, also. Das ist eindrücklich. Okay, das wird scheinbar auch nicht da. Da probiert zu flüchten. Aber jetzt bin ich doch. Ja, aber das ist doch unmöglich! Das ist doch unmöglich, zum da flüchten! Sorry, es tut mir leid, aber das ist unmöglich, zum da flüchten! Wenn jedes Mal, wenn man eigentlich weg ist, taucht vor allem wieder eine Straßensperre auf.
Vor allem, wenn er direkt wieder hätte.